Und da wären wir wieder. Und der schöne Beat ist aufgetunt. Ich finde, ja, ich sag mal, ich habe nochmal dran geklatscht, den halt ein bisschen Silber gemacht, goldene Räder, ein bisschen größere Felgen, breitere Reifen hinten, schmalere vorne. Und ein bisschen was im Tuning gemacht, natürlich. Also ich finde, das Ding geht ab. 200 Metern links abbiegen. Und ich finde, die Reifen passen. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Ja, doch, das passt alles gut zusammen. So, und jetzt einfach hier. Wie das letzte Route Mal. Wird neu berechnet. Einfach querfeldein. 6 500 Kilometer. Metern links abbiegen. Na, da gucken wir, wie schnell das geht. Alter! Wie schnell wir jetzt da sind. Das ist ja der Hammer. In 200 Metern rechts abbiegen. Was? Wo? Oh. Da ist wohl was kaputt. Egal, weiter geht's. 200 Metern links abbiegen. Wir wollen zu einem Rennen. Querfeldein. Ja, auf die Bäume muss man echt achten, Alter, meine. Alter, das war zu laut. Entschuldigung, ich darf damit vielleicht schon, aber das ist. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre wiederholt. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Natürlich, machen wir. So, dritte Ausfahrt. Renn, renn, Alter. Der bisschen nur lange da. So mal ein Echtfahrer da. Stopp! Du hast dein Ziel erreicht. Gut, dann wollen wir mal, wa? Den natürlich, ja klar. Wir müssen auch mal ihr Outfit wieder ändern. Ne? Aber erstmal geht hier los. Ihr habt keine Chance mehr, sagte er und alle. Puh. Okay. Wir starten jetzt mal nicht neu. Und dann wir räumen das Feld von hinten auf. Und das bekommen wir auch hin. Das. Alter, was? Alter. Okay, das war geil. Natürlich, Checkpoint verpasst. 3, 2, 1. Ach ja, das war ja wohl mal hart asig. Bin mal gespannt, ob wir das wieder einholen. Oder ob wir da kläglich was sagen. Alter! What the fuck? Checkpoint verpasst! Okay, nee, so machen wir natürlich jetzt nicht weiter. Neustart? Ja. Karma, Mensch. Da reißt man einmal die Klappe auf. Gut, jetzt werden wir alles geben. Keine große Klappe mehr. Konzentration. Sind auf jeden Fall echt gut. Bremsen nicht vergessen. Wir da. Ich wollte gerade sagen, wieder Kontrollpunkt verpasst, aber nein. Den habe ich zum Glück noch erwischt. Den natürlich nicht. Ne, noch ein bisschen weiter zurück.
Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade nicht gemacht habe. Aber ich vermute mal stark, weil ich es einfach nicht gewöhnt bin, dass man das machen kann. Weil es eigentlich art rassig ist, ne? Alter! Es ist für eigentlich wirklich hart, als ich, dass man das machen kann, aber ich sag mal, für Leute, die einfach nicht gut fahren können, aber trotzdem gerne Autorennspiele spielen, und dies ist natürlich, ja, ein gutes Feature. Und manchmal ist es auch wirklich hilfreich, das stimmt schon. Nur versuche ich das echt zu vermeiden. Weil entweder ich fahre gut oder ich fahre nicht gut. Und jetzt fahre ich natürlich nicht gut. Boah, Schlinger ganz schön, Alter. 84%, das ist nicht gut. Wie ich ja gesagt habe, also eine Schwierigkeitsgrad höher stellen will ich nicht. Ja, das war's. Das ist nicht so gut gelaufen. BKG. Hey, da stehe ja trotzdem ich. Ach, dann ist alles gut. Gut, man kann halt nicht immer gewinnen. Aber ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad ist gut ausgewählt. So ein Jeep Trail. Aber nö. 150.000, ach du Heilige. So, jetzt machen wir was Gutes hier, komm. Was soll ich denn mit dem, Mann? Was soll ich denn mit dem? Das Ding will ich ja nicht fahren. Bentley. Du solltest wissen, dass wir diese Serie gestartet haben, um den besten Querfeldeinfahrer des Festivals zu suchen. Okay. Klettere okay. Aufs Treppchen, schlag die Konkurrenz und du darfst dich Champion nennen. Alles hier sind klar. Also die Felder. Ja, dann, ja. Du kannst jetzt quer drüber pflügen. Runde 3 geht los. Dankeschön, darf ich mal, danke. Auch wir sind hier gerade auch bei so einem Punkt. Und dann machen wir mal das Dirt-Rennserie. Ich denke mal, das können wir mit dem auch ganz gut machen. Wenn wir schon mal hier sind. Ich komme da nicht durch. Mein Reiseführer erzählte mir letzte Woche von einem Klassiker, der hier in einer Scheune herumsteht. Ja, ich nehme an geführten Touren teil. Wo ist das Problem? Du wärst überrascht, wie viel man da lernt. Darf ich jetzt mal? Danke. Bambra Castle. Ich habe schon zu Kira gesagt, wenn wir Horizon nach Großbritannien bringen, müssen wir es gut vor Angriffen aus Richtung des Meeres schützen. Hat sie gerade eine geraucht? Nein. Alles klar. Warte, jetzt steht sie jetzt nur da und... Das ist ja toll, also. Ja, geil. Das ist ja. Ja, gut. Auf zum nächsten Rennen. Hallo. Nein, ich hab's überfahren, hab ich's. So. Low. Ja, so low. Anscheinend kann man nur den nehmen oder was kann man so kaufen dafür? Wir haben nichts, Alter. Nichts. 60.000 kostet sonst, okay. 100.000 kostet der. Hm. Nein, wir müssen den nehmen. Ja, er hat auch Winterreifen drauf, zum Glück. Wird also gut klappen.
Bamberg Kieferwald. Oh ja. Rammt er mich einfach rein, der Penner. Aber es hat. Das stimmt was mit meinem Gang nicht oder warum schaltet er so spät hoch? Alter, die geben aber auch gerade derzeit. Das war nicht schlecht. Mal wieder Platz. Oh. Gut gemacht. Jawohl. Oh, das war Glück. Los, ey. Zum Glück frei mit Controller, denn dieses sanfte Gas geben oder seichte Gas geben manchmal, das hilft immens. Den 30, ich hoffe mal, den kriege ich jetzt aber noch. Ah, sieht aber ganz gut aus, dass ich den noch krieg. Der fällt ein Caterin. Caterin. Okay. King Kong. Ja, das kommt so schnell. Alter! Was ist mit dem kaputt, Alter? Ist das jetzt ein Online-Spieler oder also ich weiß das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich würde nicht darauf wetten, aber Alter, der zieht aber auch ab, meine Güte. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll! Kurz vorm Ziel, Alter. Boah. Okay, das war knapp. Kurz vorm Ziel nochmal. Gut gefahren, die Kurven gut genommen. Ein Glück. Oh yeah. Ja. Dritte Runde 5, natürlich. Rallye Monster T-Shirt, ja. Wie gesagt, wir müssen sie mal wieder umstylen. Eine Jacke wäre nicht schlecht, gerade so im Winter. Ne? Horizon, wo wir das Spielen im Matsch sehr, sehr ernst nehmen. Mhm. Willkommen ja. Runde 5. Schön. Was hatten wir da noch? Ach ja, okay. Dafür müssen wir den anderen nehmen. Wo sind wir jetzt gerade? Da sind wir, Alter. Wir sind ja mitten im... Gut, hier, komm, machen wir. Wir sind ja gerade da. Los geht's. In 200 Metern links abbiegen. Okay. Das war's. Okay. Linker setzen. War richtig so? Ja, ne? War richtig so. Hey, Macker. Das muss ein Trecker hier stehen, ey. Und los geht's. Wow, wow, Alter. Alter, heftig. Alter. Ja, aber wieder verfehlt? Nee. Gut. Ja, wir müssen wieder den nehmen. Don't you. Und los geht's. Nicht lang schnacken. Gut im Nacken.
eigentlich ein paar Pedale machen. Und das gerade nicht schon gefahren? Nein, sind wir nicht. Alles klar. Auch mal ein Lob an die KI. Also die KI fährt wirklich sehr gut, muss ich sagen. Auch ohne, sag ich mal, dass sie einen auf der Bahn werfen. Oder rammen oder sowas. Ah, der Wagen schlängert sehr, sehr doll. Das ist nicht gut. Das muss ich nochmal machen. Ein bisschen tiefer legen noch. Oder die Federn ein bisschen härter. Und die sind direkt hinter mir, ne? Die sind da. Die sind direkt hinter mir, meine Güte. Ich weiß schon, warum ich das so gelassen habe im Schwierigkeitsgrad. Da werde ich jetzt auch nichts mehr machen. Mit 50% XP-Bonus bin ich zufrieden. Da steht schon wieder der Traktor. Immer diese unvernünftigen Bauern. Die werden Rennen gefahren. Die stellen ihre Landmaschinen einfach so auf. Oh, 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 oh. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Wow, sehr gut. Es gibt wesentlich bessere Fahrer als mich. Aber wenn man das mal in einer Community zockt, da bin ich mal gespannt. Also, ich mag Herausforderungen. Würde mich vielleicht einerseits ärgern, weil ich dann bestimmt richtig beschissen fahre. Aber gleichzeitig auch anspornen, besser zu werden. Zack. Boah, ja, geiles Bild. Schön. Ja, leider kann man nochmal klatschen. Dankeschön, Dankeschön. Kontostand fühlt sich auch mal wieder ein bisschen. Einfluss 5000 ist jetzt nicht so viel. Na, ein, zwei Rennen noch, wenn wir die gewinnen würden, vielleicht. Okay, was kriegen wir jetzt? 100. Jawohl, ja, geil. Das können wir auch gebrauchen. Sehr gut. Aber natürlich machen wir noch ein paar Rennen. Noch auf zum nächsten. Darf ich mal? Naja, wurde mein Foodpark. Ich weiß, ich weiß. Mir fällt ein. Ja, komm, dann machen wir den und dann sind wir da durch. Los. Nein, ich mache noch keine Punkte für vergeben. Ich will erstmal meine Autos finden. Nein. Route wird neu berechnet. Ja, das macht er mal. Da. Oh. Geil. 400 Metern links abbiegen. Bounce, bounce. Bounce, bounce. Herrlich, ey, herrlich. Wow. Ha, ei, ei, ei.
Ich nenne den Beetle Bouncy. Und stopp, stopp, stopp. Du hast dein Ziel erreicht. Ja. Puh. So. So, und los geht's, komm schon. Los! Oh, ich liebe es, wenn die Reifen durchdrehen, Alter. Ab mit dir nach außen, Junge! Okay, die KI ist auch ein bisschen aggressiv. Oh, nur ein bisschen. Ah, der war gut, aber nicht perfekt. Ah, das wäre jetzt geil gekommen, wenn ich den auch da überholt hätte. Ja, 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 ja. Lass mich mal bitte vor. Oder sind das alles Zeiten, die anderen Online-Spieler gefahren sind? Und nach deren Zeiten fährt jetzt die KI für die, oder? Wow! Was war geil! Hammermäßig, Alter! Alter! Boah, da kommen ja so geile Situationen zustande. Das ist... Ich darf meinen Wagen eigentlich nicht kaputt fahren, ey. Alter. Das ist der Oberknüller. Ja, 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 komm. Aber jetzt kann ich wieder Gas geben. Oh, oh. Ja, das war ein bisschen doof. Der auch. Das hat mich Zeit gekostet. Ja, das war ganz okay. Wie langsam fahren die denn da wieder lang? Da ja lange. Bounce, bounce, Alter. Hui. Boah, zum Glück kann man gerade mit der Cam aus, dass man meinen Kopf nicht sehen kann. Der wippt so nach hinten, nach links und rechts. Geht so ein bisschen mit der Bewegung des Autos mit. Das muss so dämlich aussehen. Und nach... Jawohl. Geil. Ja. Mal gucken. So, 256.000 haben wir wieder. Sehr schön. Das freut mich natürlich. Und hier ein Töter von Runde 6. Jawohl. Respin, alles klar. Sehr gut. Hey, die Fahrer, die in der letzten Runde rausgeflogen sind, müssen dir nicht leid tun. Wenn du die Veranstaltungen der nächsten Runde siehst, denkst du vielleicht noch, dass sie Glück hatten. Runde 6 geht los. Ja, und ich habe das Gefühl, das wird nicht leicht. So, wo sind wir denn? So? Da willst du mich verarschen. Okay, dann haben wir jetzt den und nimm mir die ganzen Teile mit. Das gibt ja auch nochmal ein paar Pünktchen. Wo war das? Ja. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen.
Mach mal. Ja. Alter. Direkt beim Haus. Ah, wo ist das Ding? Kira hat mir von den Dingern erzählt. Zerstöre eine Schnellreisetafel und du bekommst Rabatt auf den Horizon Schnellreiseservice. Zerstöre sie alle, dann trägt das Festival deine Kosten komplett. Oh, okay. Für unsere Abenteuer. Ja, das ist. Das ist wirklich gut zu wissen. Ah, nur eine kleine Beule, nichts weiter. Stopp! Stopp! Klatsch. Ah, da ist es. Ja. Und weiter geht's. Ah, da ist noch einer. Insgesamt das schöne Tafel. Was? 4 von 200? Das Winterschaurennen wird großartig. Ich brauche einen verlässlichen Fahrer mit nachweisbaren Erfolgen, dem die Kälte nichts ausmacht. Was sagst du? Du musst nur den Zug nach Edinburgh erwischen. Ja, das machen wir dann, ne? Also, darf ich da jetzt nicht hin, oder was? Ich darf da jetzt nicht hin. Ja, super geil. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit? Will ich mal den Zwang aufheben hier? Tafel, 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 Tafel. Die Tafel. Ach, wie geil. Mit okay, darf ich jetzt wieder dahin? Dankeschön. So. Rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Okay. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Jawohl. Und das auch noch mit Style. Ernsthaft. Ja, komm. Oh, okay, sieht nicht schlecht aus. Sieht aus wie ein Crawler. Natürlich. Und die haben wir ziemlich verarschen. Da läuft schon ganz gewaltig was schief. Vor allen Dingen hier. Was ist denn das bitte? Die alle mit ihren aufgepimpten Karren. Und ich hänge hinterher hier. Wuhu. Was? Oh, geil. Okay, eine Karre, die ich definitiv nicht auftun werde. Viel zu träge, viel zu klobig auch. Oh yeah. Aber hat gute Traktion, wirklich. Echt eine gute Traktion. Und ein gutes Handling, aber es ist wirklich träge, langsam. Ganz überzeugt mich die Karre nicht. Ah, Junge, fahr! Ja, super, er kommt da mit seinem Shortcut Truck. Ja, jetzt kommt er auch noch.
krass. Oh. Ah, ich will den Shortcut zurück haben, Alter. Das hat weh. Nee, der wird definitiv nicht meins, ey. Sieht zwar so jetzt nicht so schlecht aus und mal nett hinzufahren, aber... Ah, nee, danke. Noch eine Runde noch. Und mit dem müssen wir bestimmt gleich weiterfahren, oder? Mit Sicherheit, ey. Sieht aber schon geil aus. Wieso wiederhole ich mich immer wieder? Weil ich echt keine Worte dafür finde, weil... Ja. Immer bedingt, früher... Früher... Da... Oh, Checkpoint verpasst. Mhm. Ja, komm. Dankeschön. Und genau in der dritten Runde leckt mich am... Echt, ey. Ich bin Siebter. Siebter. Mit Glück. Aber nee, ja, das wird nichts. Alter, nicht mal Dritter. Nee, warte, das machen wir nochmal. Ich wollte schon bei 32. Egal, hier. Sorry, aber das machen wir nochmal. Ja, komm. Das muss ja nicht sein, ne? Jetzt werden wir auch schneller fertig, weil wir die Strecke ja kennen. Ah, guck mal, wie sauber das jetzt hier läuft. Und zack! Haben wir dich mal angeschubst, Junge. Ja, weg hier. Komm, wir springen dir in den Nacken. Und Batz! Alter! Tatsache sind wir ihm im Nacken gesprungen. Herrlich. Das ist herrlich. Oh, so wunder, wunderbar, herrlich. Ja, bada, bada, badu. Das ist echt so ein Flintstone-Auto hier. Nur noch, dass er mit den Füßen unten auf dem Boden ragt. Sie, Entschuldigung, sie. Denn sie fährt wirklich gut. Ein Lob. Jawohl. Was? Komm schon, komm schon. Und los. Jappadabadu. Ah, guck mal, wie das jetzt läuft hier. Da sind wir locker. So locker durch, so. Sehen wir nicht mal mehr hier. Na, mach jetzt den Schlapp hier, komm. Mega Musikern hier. Und go. Ich denke mal, Y ist Respawn. Am nächsten Kontrollbunk, aber nein. Da drücke ich durch Zufall drauf. Und was ist es? Es ist zurückspringen. Ich hab's total verdrängt wieder.
Ja, ich verdränge das jedes Mal. Das werde ich auch ein paar Mal noch machen. Also. Ich bin der Meinung, sowas muss ein Rennspiel nicht haben. Entweder man verkackt oder ja, oder nicht. Ja, vielleicht eher besser, wenn man so eine Anzeige hat, so eine Energieanzeige, dass man nicht... Wow! Nein, nein, nein! Bin ich doof, Alter. Bin ich doof. So eine Energieanzeige hat, dass man nicht übelst lange zurückspringen kann. Sondern nur ja, einen gewissen Teil. Oh, komm, jetzt beenden. Und das war's. Ja, die träge Kiste kommt weg. Links den hätte ich gefahren. Gerne. Naja. Ist die Folge mal ein bisschen länger geworden, aber egal, das macht ja nichts. Und dass wir mal ein bisschen Abwechslung haben, würde ich jetzt nächste Folge gerne mal ein Straßenrennen fahren. Ne? Das machen wir. Gut. Denn bis dann.